Hallo Leute und... Oh, das war ganz schön schwach. Komm, das schaffen wir nochmal ein bisschen besser. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stronghold Crusader. Ich weiß, ihr wollt alle, dass wir den Kreuzzug hier weitermachen, höchstwahrscheinlich. Ich bin bei Mission 20 mittlerweile, die Sarazenen. Ist diese Mission. Werde bestimmt heute auch diese Mission noch spielen können, aber... Ja, noch sind wir halt nicht da angekommen, wo wir aufgehört haben. Und deswegen widmen wir uns den historischen Kampagnen weiter. Der Kreuzzug des Königs, Mission 1, Burg Belvoir. Oh, ich konnte gar nicht vorlesen. Erschüttert ganz Europa. Man sagt, Papst Urban III. Kam vor Trauer um, als er die Neuigkeiten vernahm. Sein Nachfolger, Gregor VIII., fordert, dass die Könige Europas ihre Streitigkeiten beilegen und sich zu einem neuen Kreuzzug zusammentun. Okay, ein weiterer Kreuzzug. Jetzt kann ich vorlesen. Mission 1, Burg Belvoir, Hinhaltetaktik. Die restlichen europäischen Truppen suchen Zuflucht in Tyros und sind kurz davor, sich Saladin zu ergeben. Von der Burg Belvoir aus plündern die Europäer Saladins Karawanenwege, um ihn von Tyros abzulenken. Saladin schluckt den Köder und bewegt sich auf die strategisch wichtige Burg Belvoir im Hinterland zu. Die Garnison muss die Angreifer so lange abwehren, bis die Befestigung in Tyros wieder aufgebaut wurde. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen uns den anderen Zeit erkaufen. Pause. Vermute ich. Okay, so sieht unsere Burg schon mal aus. Und wir werden jetzt wahrscheinlich mit Angriffen zugebombt. Schade, wir können keinen Burggraben ausheben. Das wäre geil gewesen. Einfach einen Burggraben rum und wir wären so gut wie sicher gewesen. Okay, ich habe wieder Respekt vor dieser Mission. Und weiß daher ehrlich und wahrscheinlich überschätze ich das Ganze wieder und dann wird es wieder voll leicht. Vielleicht aber auch nicht. Hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Nahrung anbauen. Sieht aber auch schon mal ganz gut aus. Dann machen wir hier doch einfach mal plus 8. Während wir hier ein bisschen Gold scheffeln wollen mit minus 12 von mir aus. Ich denke mal, Religion werden wir auch schon mal ein bisschen was haben an Beliebtheit. Ja, plus 4 Religion, das passt perfekt, diese Steuer. Dann haben wir hier ein paar Bögen. Ich würde aber gerne noch ein paar mehr Bogenschützen bauen wollen. Und zwar vielleicht so 4. Übertreiben wir mal ein bisschen. Dann bekommen wir scheinbar ein bisschen Eisen. Wir haben sogar Armbrustschützen. Okay. Das heißt, ja stimmt, Saladin greift ja auch mit Rittern an. Stimmt, das heißt, wir könnten natürlich hier auch ein paar davon machen. So vielleicht. Da ist sogar ein Torhaus, das ist gut. Ihr kommt vielleicht mal rein, euch brauche ich außen sowieso nicht, da werdet ihr eh nur abgeballert. Finde ich immer ein bisschen unnütz, wenn die da so draußen patrouillieren. In echt mag das vielleicht noch Sinn haben, weil man sich dann noch zurückziehen kann oder so, wenn Gefahr droht, aber so macht das irgendwie wenig Sinn. Polieren wir mal die Nahrung noch ordentlich auf hier. Wahrscheinlich wird Saladin das alles anzünden. Die Holzvorräte sind zu knapp. Oh, die Holzvorräte sind zu knapp, das ist... Das könnte doof enden, wenn wir uns kein Holz kaufen dürfen. Doch, dürfen wir aber. Okay, und das Eisen kann ich erstmal verkaufen. Ja, und dann würde das für mich bedeuten, erstmal Spieltempo wieder hochschrauben. Ich würde vielleicht gerne wieder alle bündeln, dass ich die alle so ein bisschen auf einem Haufen habe. Von wo auch immer der Angriff Saladins kommen mag. Okay, du machst hier Armbrüste, ja? Okay, und ihr macht hier draußen Leder, das ist in Ordnung. Ich könnte ein paar von euch machen. Wir brauchen noch ein paar mehr Bewohner. Machen wir einfach ein paar mehr Hütchen. Alles in bester Ordnung. Wir haben hier eine Treppe, da eine Treppe. Treppen sind also auch vollkommen vorhanden. Gar kein Problem. Können wir eigentlich Ballisten oder sowas machen? Um ein bisschen rumzubauen? Könnten wir tun. Machen wir doch dann bestimmt auch mal, ne? Die Holzvorräte sind schon wieder zu knapp. Ich weiß. Die sind immer zu knapp. Stets. Und ständig. So, komm. 1, 2. Hier oben rauf. Okay, unser Gold hält schon nicht mehr lange. Aber wir können zumindest ein paar Sachen verkaufen. Hier rauf. Ja, ein paar Bogenschützen. Meine Beliebtheit sinkt, das finde ich ja aber gar nicht cool. Ja. Na komm, seht mal ein bisschen zu hier. Die Bogenschützen können auf jeden Fall schon mal hier mit rauf.
Ich könnte wahrscheinlich auch ganz viele Türme errichten. Je nachdem, was so meine Steinfabrik zulässt. Ich weiß gar nicht, was macht. Wo ist die überhaupt? Hier oben. Ah, okay, da könnten zum Beispiel auch nochmal ein paar mehr ran. Hätte ich vielleicht früher machen können. Ist egal. Vielleicht kriegen wir so noch ein paar Steine reingeholt. Mal sehen, bis Saladin angreift. Spieltempo wieder ein bisschen erhöhen. Im Notfall können wir immer noch zurückschrauben. Das sollte ja kein Problem sein. Ich würde übrigens fast sagen, dass wir den hier mal ein bisschen stilllegen. Ich glaube, die verwende ich so oder so nicht. Die Lanzenträger. Und wenn doch, dann haben wir halt ein Problem. Dann haben wir halt bloß 19. Aber die können ja auch schon mal ein bisschen was ausrichten. So, auch ihr hier hoch. Die Produktion läuft noch nicht so schnell, wie ich es mir erhoffe. Aber es kommen ja jetzt so langsam auch mal ein paar Waffen dazu. Ich hoffe, hier unten ist die Lederproduktion noch ein bisschen schneller. Könnte ich zwar noch ein bisschen mehr hinbauen, aber es kostet ja auch alles wieder Gold. Meine Beliebtheit sollte ich ein bisschen im Auge behalten. Wie sieht es gerade so aus von der Zeit? Oh Gott. Da können wir echt auf 90 hochschrauben. Das dauert noch ein ganzes Weilchen. Mal gucken, ob wir mehr als diese Mission schaffen in diesem Part. Wahrscheinlich nicht, weil das zeitlich begrenzt ist. Das heißt, wir müssen ja so und so lange aushalten. Ja, was gibt's Schönes zu erzählen? Können wir hier irgendwas machen? Ah, Steine kommen rein. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich noch ein paar extra Türmchen einbauen, wenn wir denn wollen. Mit Ballisten. Ich weiß nur nicht, wo sich das anbieten würde. Ich weiß nicht, von wo die Angriffe kommen. Hier könnte man aber auf jeden Fall nochmal einen hinbauen. Machen wir auch schon mal eine Balliste rauf, ne? Eine andere Auswahl haben wir ja nicht, Mangen oder sowas. Ich weiß auch nicht, Mangen finde ich irgendwie auch ein bisschen doof, weil die halt nicht so genau zielen, sondern einfach nur grob irgendwo reinhauen. Dann kannst du von mir aus nochmal weg. Kriegen wir noch ein bisschen Steine wieder und dann können wir nämlich das hier so machen. Haben wir auch nochmal einen Turm. Können den auch nochmal mit einer Balliste bestücken. Und auch die Balliste nochmal auffüllen. Läuft doch alles super. Dörfer haben arabische Soldaten in diese Richtung marschieren sehen. Okay, damit habe ich kein Problem. Wir sind ganz gut bewaffnet. Und wir haben einige Ballisten. Die Nahrung sollten wir jetzt mal kurz runterschrauben. Und die Steuern vielleicht auch nahezu ganz runter. Okay, so sind wir im Moment bei 0. Wir sollten uns aber mal ein bisschen erholen. Deswegen vielleicht plus 1. Okay, Moment, sie greifen an. Das heißt erstmal das Tempo ein bisschen runterdrosseln. Damit wir genug Zeit haben. So, von wo kommen sie? Von oben. Na, da stehen wir doch schon. Perfekto. Na, kommt. Komm, können wir ein bisschen schneller machen. Rauf mit euch. Genau, die Balliste feuert schon mal. Alles super. Okay, keine Flammen-Heinis. Das ist wunderbar. Komm, die können hier sowieso nicht viel machen. Ah, die wollen da oben meine Eisenminen wieder zerstören, ne? Macht nichts. Können wir uns hier in aller Ruhe um die Pferde kümmern. Und jetzt hole ich mir mal das schöne Holz. Wo ihr ja eigentlich hingehen wolltet, richtig? Ich vermute mal, die sind jetzt auch so schlau und laufen wieder nach oben. Und da ihr da sowieso im Moment nicht mehr rankommt, lauft mal dahin. Immerhin können die Ballisten noch was erreichen, wenn sie dann treffen irgendwann. Okay, von hier können wir sogar ein bisschen treffen. Ist ja in Ordnung. Ich würde sagen, wir kümmern uns nicht weiter darum, sondern machen einfach wie bisher weiter. Ihr könnt hier alle rauf. Ich meine, eigentlich könntet ihr auch da hinten noch mit rauf. Einfach so aus Spaß und Gag. Ja, da lebt ja nur noch einer. Ja, ihr seht schon, besonders schwer bislang nicht. Mal sehen, was der finale Angriff so drauf hat. Ich hoffe, ein bisschen mehr als das, was wir hier so bislang haben. Wir haben ein paar Bauern zu viel, habe ich das Gefühl. Deswegen nehme ich mal eine Hütte weg und jetzt... Ah, das war nicht so clever. Jetzt müsste ich die Leute hier irgendwie noch loswerden, weil wir jetzt nicht genug Platz haben. Dafür brauche ich 8 Waffen. Also seht mal zu hier, ihr Waffenproduzenten. Okay. 7. Komm schon. Was steigt die Beliebtheit trotz allem? Okay, Überfüllung minus 2 bloß. Ich dachte, das gibt immer gleich übelst die krasse Überfüllung. Dann geht das ja noch. Bogenschützen bereit. Dann müssen wir da keine Panik schieben. Hier ist alles in Ordnung. Nahrung vollkommen unbehelligt geblieben. So, jetzt kriegen wir langsam... Ich weiß nicht, wie viel Gold haben wir doch? Eine ganze Menge. Können wir eigentlich hier nochmal eine Gerberei hinbauen? Macht ja nichts.
Ja, genau. Euch lassen wir mal einfach da. Und wenn der nächste Angriff kommt, dann packen wir euch gleich mal und schicken euch irgendwo hin. Auch wenn ich fast glaube, dass wir hier hin müssen. Warte mal, wir können ja mal schon mal ausmachen. Hier gibt es einen Wegweiser. Da gibt es einen Wegweiser. Hier oben gibt es auf jeden Fall einen. Gibt es hier unten auch einen? Okay, sie können also aus allen Richtungen kommen. Das ist prinzipiell schon mal ziemlich kacke, weil wir nicht eingrenzen können. Wir sollten uns vielleicht so ein bisschen aufteilen. Also ein Teil vielleicht hier hin, ein anderer hier hin. Dass wir auf jeden Fall, egal auf welcher Seite, schon mal ein paar haben, die angreifen können. Ihr könnt auch noch mit hier rauf. Mal sehen, wann die nächsten kommen. Wir können übrigens noch ein paar neue Türmchen bauen. Vielleicht hier noch einen hin, weil es so schön ist. Warte mal, einen können wir noch bauen. Von mir aus passt hier noch einer ganz gut rein. Und dann bauen wir noch mal ein paar Ballisten. Ihr merkt schon, ich bin begeistert pur von dieser bisher sehr, sehr anspruchsvollen Mission. Jetzt ist unser Gold mal zu Neige gegangen. Aber unsere Beliebtheit ist fast oben. Von daher können wir mal ein bisschen Steuern wieder einführen. Vielleicht machen wir hier mal plus 4. Überfüllung dürfte ja auch nicht mehr sein, ne? Genau. Alles im Superbereich. Ach, das Gold fehlt uns jetzt für den Armbrustschützen. In Ordnung. So. Da, jetzt können wir uns den Armbrustschützen leisten. Jetzt kriegen wir ja gerade wieder ein bisschen Gold dazu. Wie sieht's so aus? Wir haben ein bisschen mehr Leder. Dann machst du jetzt mal noch Armbrüste zusätzlich, bitte. Können wir noch ein paar mehr Armbrustschützen machen. Wie sieht's aus zeitlich? Ah, noch nicht mal die Hälfte rum. Aber die Hälfte des Parts ist schon rum. Ah, aber komm, das machen wir jetzt in einem Part, diese Mission. Und hoffentlich kriegen wir da was Schönes hin. Soll ich einfach mal bis zur nächsten Mission wegschnibbeln? Also hier passiert ja eh nichts. Außer, dass ich hier ein paar Leute mache, oder? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Wird ja sonst langweilig. Ach ja, was mir dabei noch einfällt, der Angriff naht übrigens bislang nicht. Okay, haben wir keine... Ah, okay, wir haben das gar nicht. Mir wurde nämlich gesagt, ich soll diese Kohlenpfannen mal öfter verwenden, aber kann ich jetzt hier gerade gar nicht. Okay, bis gleich. Kommt, wir errichten mal noch einen Turm und zwar hier so hin. Und genau dasselbe wie eh und je. Ihr beiden könnt schon mal hier hochlaufen. Dann machen wir die Balliste startklar. So. Und rein hier mit euch. Okay, und dann warten wir. Kundschafter berichten, dass eine große arabische Streitmacht auf uns zumarschiert. Na, immerhin eine große. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Okay, also geht's endlich weiter hier mit dem Kommentar. Mal gucken, von wo sie kommen. Kommen sie wieder von oben? Okay, wieder von oben. Hier, der Turm ist relativ bemannt. Ich schraube mal ganz kurz die Geschwindigkeit runter, da es ja eine sehr große Armee ist. Dann ist die auch so richtig voll gefährlich und so. Von daher kommt ihr mal bitte hier hin. Schnellstmöglich. Und ihr bewegt euch bitte auch schnellstmöglich hier hin. Und dann können wir das Ganze mal wieder beschleunigen und gucken uns an, was hier abgeht. Okay, das sind gar nicht wenige. Das könnte schon etwas gefährlicher werden. Okay, Ramböcke sind egal. Die können wir erstmal links liegen lassen. Ah, Mist. Die haben es nicht rechtzeitig mehr raufgeschafft, um gleich zu schießen. So, und ihr bleibt jetzt hier einfach mal stehen und schießt. Hört auf, hier ewig rumzustehen. Okay. Keine große Gefahr, selbst die werden hier noch ohne Probleme abgefangen. Naja, einer. Einer könnte überleben. Nee, selbst der nicht. Okay, dann feuert mal. Der ist schon kaputt. Der, ja, wow. Voll der komplizierte, schwierige Angriff. Okay, aber die haben uns immer ein bisschen was abgezogen. Oh, da waren sogar noch zwei. Haben die hier bestimmt ein bisschen für Chaos gesorgt. Naja, macht nichts. Okay, für uns ändert sich eigentlich nicht viel. Ich mache jetzt genauso weiter wie vorher. Baue vielleicht hin und wieder mal ein paar Türme. Können wir schon wieder einen bauen? Nö. Ja. Lohnt sich ja irgendwie nicht so richtig da zuzugucken, ne? Von daher, nee, Quatsch. Alles gut so. Beliebtheit 0. Jetzt gerade plus 1. Okay, in Ordnung. Dann würde ich sagen, ja, spule ich das Ganze nochmal vor, oder? Da könnt ihr jetzt auch nochmal in die Kommentare schreiben. Es kam ja auf, die Sache. Ich habe ja gefragt, wie ihr diesen kleinen Schnitt fandet. Ob ihr das schlimm finden würdet, wenn ich schneiden würde. Und da kam mir dann, ja, bei dem kleinen hat es ja jetzt keinen Unterschied gemacht. Bei diesen großen macht es hingegen sehr viel Unterschied, weil ich da teilweise doch 5 Minuten warten muss oder so. Und in diesen 5 Minuten auch einfach nichts passiert. Also schreibt auch mal dazu eure Meinung bitte
würde mir auch hier mal wieder sehr helfen. Dankeschön. Beliebtheit. Das Volk ist euch ja, ist gut. Euer Gnaden. Und ein Türmchen hier hin. Mit der Balliste obendrauf. Ja, hier unten muss nicht unbedingt eine hin. Und ihr beiden könnt die dann bemannen. Wir könnten aus Spaß mal unsere Schwertkämpfer hier hinstellen, um diese Rammböcke so ein bisschen abzufangen. Wenn wir denn wollen. Warum nicht? Und die könnten ja eigentlich auch noch mit, ne? Wozu haben wir die sonst? Ich glaube nicht, dass wir die brauchen werden. Gut, ein Türmchen können wir noch platzieren. Wo stellen wir das mal hin? Vielleicht kommt von hier noch ein Angriff. Von daher machen wir den einfach mal hier hin. Kundschafter berichten, dass eine große arabische Streitmacht auf uns zumarschiert. Ja, nur eine große? Und das soll schon das Finale sein? Ich dachte, jetzt kommt eine gigantische. Ja, das wird das Finale werden. Okay, jetzt brauchen wir den kleinen Schnitt auch nicht mehr machen. Jetzt wird es nämlich jeden Moment soweit sein. Ich bin mal gespannt, ob sie auch wieder von oben kommt. Das wäre natürlich super. Was können wir eigentlich aus Baumeistern so machen? Fällt mir mal gerade auf. Gar nichts. Okay, die sind tatsächlich nur dafür da. Die arabischen Streitkräfte greifen an. Okay, nicht von hier. Auch nicht von hier. Auch nicht von hier. Von unten. Okay, dann mache ich wieder alles ein bisschen langsamer. Fortsetzen. Pause. Dann euch. Hups, wieso habe ich nur zwei Baumeister? Komisch, komisch. Fortsetzen. So, ihr hier hin. Bitte in schnellem Tempo. So, und ihr. Bitte irgendwie hier hin. So, vielleicht. Irgendwie. Bitte auch in schnellem Tempo. Und ihr bleibt einfach mal da stehen. Dann können wir hier noch ein paar machen. Ich denke mal, dass wir auch das wieder locker überlebt bekommen. Aber die bewegen sich eben schon langsam. Ja, okay, so viel ist das nicht. Egal. Und ich würde sagen, dass wir auch euch hier mal einfach in diese Richtung schon schicken. Warum nicht? Mal gucken, was passiert jetzt. Oh, guck mal, da ist da sogar schon einer gleich vorne. Der wird wahrscheinlich sofort niedergeschmettert werden. Wo willst denn du hin, mein Freund? Keine Ahnung. Oh ja, die breiten sich hier aber super aus. Ja, haltet die mal ruhig ein bisschen auf, von mir aus. Genau, und jetzt macht ihr die fertig. Da hinten sind ein paar entkommen. Das soll uns nicht weiter stören. Die werden schon allein gegen die Ballisten ihre Probleme haben. Nehme ich an. Ansonsten kommen sie halt zurück. Irgendwann. Geht mal hier hin. Habe ich kein Problem mit. Ja, was wollen die kleinen Pferdchen jetzt noch anrichten? Das war's. Mann, war das eine grandiose Mission. Leben noch welche? Lebt noch irgendwer hier? Wow, zwei, drei Ritter, ja? Die werden mich jetzt töten. Oh Mann, ey. Echt eine lasche Mission. So, gleich, guck mal, die werden schon aufmerksam. Gleich stürmen sie los, die kleinen Racker. Attacke! Zu dritt. Na los, komm. Ja, sehr gut. Ja, der Rest wird auch fallen. Oh, der eine hat sich noch lange gehalten. Wow. Ja, feiert alle, Mann. Oh, jetzt haben sie Hunger. Ist egal. Ohne Probleme. Okay, das nächste wäre Mission 2, Tyros, die Zuflucht. Mal sehen, ob das ein bisschen spannender wird. Wir sehen uns da. Bis dahin. Tschüss.